Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um was Kurioses. Ich habe hier zwei Widerstände, einmal 150 Ohm, einmal 120 Ohm, jeweils zwei Stück. Die Farbkodierung dazu ist braun, grün, schwarz, schwarz, braun für die 150 Ohm, wie man hier sieht. Und unten für die 120 Ohm ist es eben braun, rot, schwarz, schwarz, braun. Und was ist daran kurios? Ich werde jetzt mal diese vier Widerstände mal nachmessen. Da erkennt man auf einmal, was da nicht stimmt. So, ich habe jetzt hier das Multimeter und werde mal die Widerstände durchmessen. Also der erste Widerstand hier hat in der Tat 150 Ohm. Der zweite Widerstand mit der gleichen Farbkodierung hat 10 Megaohm. Bei dem 120 Ohm haben wir den ersten Widerstand hier. Der hat 120 Ohm und gleicher Widerstand, gleiche Farbkodierung besser gesagt. Der hat 10 Kiloohm. Tja, und jetzt ist die Frage, was stimmt denn jetzt hier nicht? Tja, die Lösung ist relativ einfach, die Leserichtung stimmt jeweils nicht. Beim 150 Ohm ist die Leserichtung hier so wie angegeben: braun, blau, schwarz, schwarz, braun. Wenn ich aber ein 10 Megaohm habe, dann lese ich sozusagen von einer anderen Richtung. 120 Ohm, 10 Kiloohm genauso. Beim 100 Ohm zum Beispiel ist es so, es ist sehr symmetrisch: braun, schwarz, 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 braun. Das ist keine, spielt keine Rolle, von welcher Seite ich diesen Widerstandswert ablese. Bei den anderen natürlich nicht. Und dazu gibt es ja den Trick oder die wichtige Information, wie ist der Toleranzring vom Abstand her gesehen zu den anderen Ringen. Also der Toleranzring hat immer einen etwas größeren Abstand zu den normalen Ringen für die Ziffern. Allerdings ist es manchmal nicht eindeutig zu sehen. Also wenn man sowas hat und man wirklich nicht sicher ist, ob das wirklich dieser Widerstand ist, von der Farbkodierung her, einmal ein Multimeter mitnehmen und einfach mal kurz nachmessen. Gut, das war's in dem Fall. Viel Spaß und tschüss.